Alright, ein ranziges Hallo. Können wir bitte nochmal ganz kurz über BattleBit sprechen? Denn dieses Game hier geht ja wohl gerade absolut steil. Durch die Decke, in den Erdkern, einmal rum, zurück und nochmal steil. Also, wow. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme liegt der Peak-Rekord, ja, also von allen Spielern, die zeitgleich im Spiel waren, bei 87.000 Spielern. Und das nach circa einer Woche. Was ebenfalls nach circa einer Woche jetzt schon am Start ist, ist eine neue Map, als hätten die 17 Maps zu Release nicht gereicht. Klar. Die neue Map schaltet ihr mit Battle Pass Level... Nee, gibt gar keinen Battle Pass. Immer noch nicht. Ein Spiel ohne Battle Pass, Mann. In 2023. Ach ja, schönes Feeling. Wirklich, schönes Feeling. Auf jeden Fall dachte ich mir, ich mache mal wieder ein Video zu BattleBit. Und das läuft hier gerade schon im Hintergrund. Der Live-Kommentar Ranzi übernimmt dann jetzt gleich. Ich mache kurz noch Anmoderation und sage so zwei, drei Sachen dazu. Unter anderem, dass ich hier diesen Helikopter komplett übersehen habe und demnach unseren Helikopter jetzt verliere. Nun, jedenfalls wird das kein Video, in dem ich die absoluten übelsten Kills mache, die besten Flugmanöver... Okay, das jetzt zu sagen bei dem Bildmaterial... Fuck, egal. Also, es ist eher ein Video, was euch zeigt oder zeigen kann, warum ich gerne BattleBit spiele. Spoiler, Spoiler, es ist nicht die Grafik und es ist auch nicht der Sound. Ersteres stört mich übrigens nicht wirklich, ein paar Texturen mehr wäre schön, aber muss nicht. Aber der Sound, na, für meinen Geschmack könnten sie sich da nochmal ransetzen. Auf jeden Fall spiele ich BattleBit aus folgendem Grund. Spielspaß. Und der kommt bei mir auf, auch wenn ich keine krassen Kills mache, wie eben schon gesagt, oder Flugmanöver oder die heftigsten Panzer-Moves ziehe oder sowas. Es ist halt einfach so ein chaotisches, lustiges, aber auch durchaus ernst spielbares, ja, ich würde schon fast sagen, Shooter-Erlebnis. Das, also gerade bei 250 Spielern plus, das ist einfach nur noch manchmal so ein What the fuck ist hier los Moment. Und irgendwie passiert immer was. Wie in so einer Open World, wo so ein NPC random irgendwas macht. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist, ja, keine Ahnung. Ich glaube, bei mir das letzte Mal so in Battlefield 3 oder 4 vorgekommen, dass ich solche random Momente auch einfach hatte. Die, obwohl man vielleicht jetzt nicht die übelste Runde zieht, einfach Spaß hat und sich denkt, WTF. So wie jetzt gerade. Bester Moment, um abzugeben an den Live-Kommentar Ranzi. Lasst gerne einen Daumen da oder irgendwie Futter für den Algorithmus. Abonniert auch gerne den Channel und bis dann. So. Let's los. Im Helikopter an dem Minigun. Einfach wie so eine Bandvorstellung. Und an der Minigun sitzt heute Ranzi. Absolut treffsicher, perfekt. Normalerweise fliegt er selber, aber heute an der Minigun. ja, ich glaube, ich habe mich an die falsche Seite gesetzt. Links scheint die Action zu gehen. Boah, wäre jetzt nice, wenn er so ein bisschen... Ja, ja, nee, ich sehe nichts. Da, scheiße. Ja, Mann! Oh, rausgeschossen. Aber Nearest Medic, 25 Meter. Ich bleib mal kurz hier liegen. Hm? Oh, Medic entfernt sich. Dann geht's wahrscheinlich nicht. Alter, M4, ne? Mit ein paar Attachments ist echt Verlass auf die Waffe. Kaum Recoil. So, komm her, ich heile dich. Bitteschön. Wenn ihr mit BattleBit anfangt, ich würde empfehlen, ist natürlich kein Muss, ne, aber ich würde empfehlen, Medic zu spielen. Denn das Reviven und das Heilen von Mates gibt unglaublich viele Punkte. Alles klar. Wieso kann ich nicht hier bei dem Helikopter spawnen? Der ist doch frei. Ach scheiße, der ist im Wasser, wa? Oh lol. Oh scheiße. Ah, er versucht den jetzt mit dem Tank da rauszudrücken, okay. Das gucke ich mir jetzt mal ein bisschen an. Manchmal, da war es wieder, da, wieder weg. Scheiße, das blitzt manchmal so auf, dieses Enter-Vehikel. Aber sobald man dann drin sitzt, wird man wieder rauskatapultiert, weil das Ding halt im Wasser ist. Ah, scheiße. Oh, lol. Oh, lol, er hat's geschafft, nice. Ja, let's los, Alter. Tipptopp. Ja, Mann, raus aus dem Wasser, perfekt. Also ich finde wirklich, die Helikoptermodelle sehen echt cool aus, wa? Ich glaube, ich nehme jetzt heute mal so ein Boot. Das Ding sieht echt nice aus, Mann. Cool. Let's los, auf das Floß. Jo. Spektakulär.
Hui. Hui. Oh, ich fahr mal hier. Auch den Voice Track ignorieren wir bitte. Ich fahr mal hier rein. Da ist Wasserende. Egal. Amphibienfloß. Scheiße. Das war einfach ein Gegner. Lol. Ich liebe das Cobra-Visier auf dieser Waffe. Übelst nice. Muss nachladen, lade nach, hab nachgeladen, werde später nochmal nachladen, um das mit den Worten aus Battlefield 2042 festzuhalten. Markiert und weiter geht's. Ich komme, ich bin ein guter Medic. Ist auch so geil, diese Wegziehfunktion, Mann. In Battlefield 2042, wenn ich Medic spiele und jemanden reanimieren möchte, wirklich ungelogen, in 7 oder 8 von 10 Fällen stirbt mein Charakter. Und hier kann man die einfach so wegziehen und dann reanimieren, was halt übelst nice ist. Wir haben hier, by the way, ein kleines Problem. Und zwar ein gepanzertes Problem. Hier ist ein Claymore, Alter. Oh. Synchron die Claymore zur Explosion gebracht und der Tank hat gekracht. Mensch, was ein Gedicht. Ja, ich bin mittlerweile als Engineer gespawnt und dachte mir, ich schieße mit einer Honey Badger auf einen Blackhawk. Das ist vielleicht nicht jetzt unbedingt die beste Idee gewesen, aber immerhin ein paar Vehicle-Hits hat es noch gegeben. Ich möchte nicht weiter drüber reden. So, let's los. Attack in Richtung B. Mal gucken, was so geht. Warte mal, der Helikopter, der kommt hier lang. Vielleicht habe ich Glück. Nicht. Schade. Na gut. Ich rette dich. Bin zwar kein Medic mehr, aber eine Bandage habe ich doch. So, reanimiert. Perfekt. Honey Badger nachgeladen. Scheiße, da kommen schon wieder überall Schüsse. Aua. Mann. So, ich fahr jetzt bis ganz... Wow. Alter, ich fahr jetzt bis ganz am Ende da hinten durch. Seht ihr da, wo Attack steht? Da will ich hin. Attack! Attacke! Nicht gegen den Tank fahren, ich glaube, der gewinnt. Oha! Planänderung! Juhu! Mist! Fuck! Ich finde das auch so geil beim Nachladen, wie der sich das Magazin aus der Weste wirklich rausnimmt. Dass die Hand wirklich zur Weste geht, ist nice gemacht. Also, die Hand. Nennen wir es Hand. Diesen Block da vorne. Oh. Boah, Alter. Honey Badger auf Klaus Range geht gut rein. So. Sniper. Ja. Also, Snipen geht auch wirklich gut rein, aber der Sound ist halt... Okay, das war jetzt mein Fehler. Der Sound ist halt wirklich... Ah, das ist echt schade, das ist... What? Egal. Ja, also der Sound, da da ist halt gar nichts hinter. Das ist so, als würdest du mit dem, weiß ich auch nicht. What the fuck? Was ist denn da los, Junge? Diese random Momente einfach. Das ist, als würdest du mit dem Stock auf den Plastikeimer hauen oder so. Och man, komm schon. Und ich weiß immer noch nicht, warum ich mit der linken Maustaste schieße und dann nochmal klicken muss zum Repetieren. Anstatt einfach R zu drücken. Aber egal. Gibt bestimmt gerade Zugverschluss oder so. Scheiße. Naja, immerhin habe ich die Steps gut gehört. Was? Ein Hit? Ernsthaft? Unbelohnend. Ja, das war ich. Das auch. Alter, wie schieß ich denn hier? Aber es sieht geil aus. Fuck. Vehicle Hit. Eins. So richtig so. Wieso schießt du auf dieses Flugobjekt? Warum? Es bringt nichts. Wobei? Doch. Stell dir mal vor, der Blackhawk hat 99 Damage und dann schießt du mit der Sniper drauf und es ist dein Kill. Alter, das wär's. Alright. Nächste Map. Neuer Helikopter. Ich bin im Little Bird. Let's los. So, mal gucken, ob ich Formationen fliegen kann mit denen hier. Ich glaube, der wartet noch auf Mates. Dann fliege ich hier ein Stückchen mit. Man nennt mich... Boah, nee, den kann ich nicht bringen. Ich wollte gerade sagen, Ranzi Maverick, aber das... Ach komm, Alter.
Ui! Alter, hier kommt ganz schön Beschuss rein, Mann. Das klang sogar richtig nice, der Sound. Der ist cool, der könnte meiner Meinung nach drin bleiben. Oh, fuck. Kurz eine Runde drehen. Alter, das Fliegen macht wirklich Spaß. In BattleBit. Ich finde sogar die Steuerung irgendwie angenehmer als in Battlefield 2042. Nicht so komplett, wie soll ich sagen? Oh, what the? Ja. Mhm. Ranzi Maverick und so. Nicht so komplett arcade-lastig. Kein Pilot mehr drin. Vehicle Hit 1. Oh, scheiße. Enemy Hit 100. Ich will diesen Helikopter da weghaben. Hui. Juhu. Vehicle Hit 20. Oh, oh. Nachladen. Bandagieren. Tada. Toll. So, der Turm hinten bei A ist voller Sniper. Aber ich habe jetzt einen Little Bird. Demnach... ist schwierig zu sagen, ich gewinne, ne? Wenn die hier gut reinsnipen in den Helikopter, dann ist auch schnell wieder Ende. So. Alter, es macht einfach nur Spaß gerade. Wie nice das einfach ist. Das muss bestimmt von unten auch ziemlich cool aussehen. Au! Ah, siehst du? Gut, dass man sich direkt im Fahrzeug bandagieren kann. Und neuer Anflug. Oh, da ist ein Mate oben mit drin. Oder, ach nee, jetzt auf dem Dach. Okay, die Fassade an sich kann ich nicht einreißen. Oh, nice. Ich glaube, das war's. Yes, mal gucken, ob irgendeiner mitfliegen möchte. Ein Platz wäre noch frei. Ich hänge mich immer so ein bisschen rein mit der Schnauze. Das sieht nicht so aus. Okay, tschö. Hui. Alter, ist das cool. Oh, der Helikopter braucht aber ein bisschen was. Vehicle Hit, was für ein Ding? 182? Okay. Ja gut. Nochmal. Oder das Fahrzeug. Boah, da kam ultra knapp gerade eine Rakete dran vorbeigezischt. Wieso hört sich denn vorbeigezischt so an? What the fuck? Wieso hört sich vorbeigezischt so an, als würde man das erst sagen, wenn man 80 ist? Oder ist dran vorbeigezischt? Unterdrückungsfeuer! Okay. Ich mach mal weiter. Scheint zu funktionieren. Hm. Oh, was? Oh, nice. Boop, 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 boop. Die Friendly Q&E-Wippe. Oder einfach so Dankeschön sagen. Wenn man kein Voice benutzt. Ich könnte hier ja mal was bauen. Achso, jetzt wird er da gerade pieken. Ist kein Problem. Dann jetzt. Was brauche ich denn da mal hin? So was. Ich weiß nicht, was das bringt, das hier hinzubauen. Aber ich finde es einfach cool, dass es funktioniert. So. Kann ich jetzt noch einen... irgendwie oben drauf bauen oder so? Oh, scheiße. Oh, fuck. Mist. Jetzt habe ich keinen Bock mehr.